Und willkommen damit zurück zu Euro Truck Simulator 2 zu Going East. Ja, heute gehen wir auf unsere slowakische Reise und dazu schauen wir mal, was wir haben. Ich bin jetzt hier gerade vom Sparmarkt rüber zur Werkstatt, wie immer gefahren. Es ist jetzt Nacht geworden, weil wir geschlafen haben. Und ja, wir schnappen uns jetzt den Auftrag, um hier von der Slowakei in die andere Stadt zu kommen. Und ja, da habe ich gesehen, es ist zwar klar der billigste Auftrag von allen, aber trotzdem wird er gemacht, um dahin zu kommen. Und zwar hier von Banská Bystrica nach Kosinke. Nämlich mit Joghurt von der DHL zu Faircamp. Ja, das nehmen wir an und dann fahren wir mal dahin. 250 Kilometer waren es oder so ungefähr, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Aber eine ziemliche Schlangentour habe ich mal echt auch gesehen. Ja, aber das Schöne daran ist, wir fahren auch mal so für alle möglichen Firmen, die es hier gibt. Das ist eben auch das Gute daran. So. Dann müssen wir jetzt nur noch nach da vorne fahren. Wie immer, wie es gehört, einmal an der Nase jucken, so wie Vicky, und dann haben wir einen guten Plan. Ja, das war ein bisschen zu voreilig, weil ich wollte mich nämlich beeilen, dass ich da noch rüberkomme. Ja, und dann fahren wir mal hin. Warum das Gebäude DHL in blau gestrichen ist, es gibt mir allerdings ein Rätsel auf irgendwie. So. Das wäre das hier, der Joghurt. Einmal der Joghurt, bitte. Welcher Teller ist es? Ich sehe es gar nicht. Ach, der hintere. Gut. Oh oh, das war ein bisschen zu spät jetzt. Nimmt er mich an? Jetzt aber. T. Und damit fahren wir genau 52 Kilometer Abfahrt. So, nämlich so ist unsere Strecke. Ach du je, das ist auch nicht so toll, dass hier Gazprom und PP hier so einzeln sind. Faircamps ist, glaube ich, hier die einzige Firma, die in der Stadt direkt drin ist. Oh wei. Ich glaube, da werden wir mal die Firma Faircamp das nächste Mal, glaube ich, drüber besuchen. Ich hoffe, von der kriegen dann die Firma, wo wir dann nach Ungarn fahren können. Natürlich nicht nach Budapest, sondern erstmal in diesen anderen Ort. So, wie sieht's aus? Kommt nichts. Das ist die Firma Daxa. Ähnelt ja ziemlich irgendwie der Firma Faircamp, wie ich ja hier im Spiel finde. Oder LKW Walter, das sind so die drei Firmen, die sich irgendwie ziemlich ähneln. Ja, jetzt ist gerade umgeschaltet. Ah, hier schaltet sich die Ampel auch gerade um. Sehr gut. Ist doch sehr lobenswert hier. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, die war zwar bei uns noch auf gelb, aber ja, warum nicht? Zumal ich ja auch sehr viel Speed drauf hatte, da hätte ich eh nicht abbremsen können, also was soll's. So, jetzt warten wir hier noch ein bisschen und dann geht es auch hier weiter. Und da vorne blinkt man dann ab. Was blinkt denn da gerade?
Achso, und den blinkt dann nur. Interessant. Au, hier sind Blitze, aber 50 durften wir fahren, ja. So, der will hinterher. Wobei kostet nichts. Hä? Moment mal. Ach so, das geht ja auch. Stimmt hier, Kosnike geht ja auch da oben lang. Würde ja gehen. Stimmt. Ich glaube, wir haben uns gerade umentschieden. Vor allem, weil das ziemlich nach Autobahn auch aussieht, damit wir hier auch mal ein bisschen Autobahn drin haben. Das ist ja sonst, ist ja immer nur öde Landstraßenfahrten hier. Wollen wir auch mal ein bisschen Autobahn haben. Nehmen jetzt natürlich lieber hier die etwas längere Strecke. Ich hoffe, das Navi findet's. Weil wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, auf der Autobahn zu fahren, dann nehme ich das natürlich auch wahr. Das hier ist erstmal nur eine Schnellstraße. Ah, jetzt haben wir 254. Ist zwar länger, aber wie gesagt, ist es eine Autobahn und das bedeutet im Klartext, dass wir da schneller vorankommen sollten. Weil es hat ja meistens hier im Spiel nichts damit zu tun, ob man eine Strecke nimmt, die kürzer oder länger ist. Es kommt meistens immer darauf an, ist es eine Autobahn oder ist es eine Landstraße. Und auch wenn die Autobahn minimal mehr Kilometer hat, wird man trotzdem schneller da sein. Weil es ja logisch, auf der Autobahn kannst du ja schneller fahren. Darauf kommt es ja drauf an. So, ich hoffe, er hat jetzt die richtige Route ausgewählt. Und dann fahren wir gleich erstmal hier wieder am Obi vorbei. Und dann geht's dann da hinten lang. Warum sollen es uns auch so kompliziert immer machen? Ja, einmal wurden wir hier im Spiel auch schon über eine Autobahn geschickt, wo es sowieso keinen Sinn gemacht hat. Deswegen achten wir da jetzt auch ein bisschen mehr drauf, auch wenn es ja eh nur noch, auch wenn das jetzt hier der drittletzte Part ist, aber trotzdem achten wir darauf. Dann gibt es im vorletzten Part wird dann rüber nach Ungarn gefahren und dann im letzten Part gibt es dann die Hauptstadtfahrt, die ungarische Hauptstadtfahrt. Und ja, dann war's das. Dann haben wir jede Stadt hier bereist und auch alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Ich überhole mir erstmal noch. So. Fährt er jetzt richtig? Ja, jetzt fahren wir richtig. Jetzt fahren wir hier auf die Autobahn drauf. Und Hilfe. Komm, fahr schneller. Jetzt doch frei. Ach nee. Quatsch, der will ja auf der anderen Seite, will den links abbiegen. So. Na? Danke. Wir müssen ja nur links gucken, ist nichts. Aber wir müssen dann schon rechts hier ausweichen. So. Gut, jetzt müsste da vorne, genau, ein größeres Straßenverhältnis kommt da schon. Jetzt müsste ich da, genau, jetzt kommt hier die Autobahn. So. Dann können wir jetzt hier ordentlich auf die Tube drücken. Hier bei unserer Nachtfahrt. So, auf geht's. Ja, so sehen also die slowakischen Autobahnen aus. Ja. Zweispurig. Ja, weil dreispurig ist zu viel verlangt. Zweispurig reicht ja vollkommen aus. Es gibt ja sogar Autobahnen, die sind vierspurig. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben.
ich sag mal, 3 Spuren reichen eigentlich oder sollten dicke reichen. Ja, hinter uns kommt auch nichts. Fahren wir einfach mal kacken dreist auf der linken Spur. Solange hier hinten nichts kommt. Und wir sind ja meistens eh mal ein bisschen schneller. Vor uns kommt da hinten erstmal was, da vorne erst was, sind wir halt da in Ferne. Ach, das sieht doch wieder mein geliebter Autotransporter, oder? Ja, genau. Der Autotransporter, jawohl. Vom Renault gezogen wahrscheinlich wieder. Oder? Nee, das ist kein Renault. Oh, vom Scania. Schon viel besser. Ist auf jeden Fall besser als vom Renault gezogen. Weil es irgendwie sehr auffällig ist, immer, dass Renaults irgendwie immer die Autotrucks hinter sich herziehen irgendwie. Ist mir irgendwie so mal aufgefallen. Wobei es kann eigentlich auch nur ein dummer Zufall sein. So. Ja, da musst du mir jetzt ein bisschen stärker abbremsen. Und dann geht es da lang. Was mir irgendwie auch sehr häufig hier im Let's Play auffällt, das ist zwar nur eine Nebensache, das kann eigentlich jedem hier egal sein. Mir fällt irgendwie nur ständig auf, dass irgendwie die Fahrer, die ich hier habe, irgendwie nie einen Auftrag finden. Ja, was da so schwer ist, weiß ich nicht. Es gibt scheinbar keine Aufträge, die nach München führen. Schon ein bisschen eigenartig. Aha, wieder ein Scania. Ah. Och nee. Scheiße, jetzt hört die Autobahn auf hier. Scheiße. Und nur 50. Achso, wir müssen noch rüber. Das ist aber nicht so toll. Aber ich meine, ich hatte irgendwo gesehen, dass die Autobahn komplett durchgeht, durchgängig ist. Da wird auch irgendwas ausgehoben. Ja, die ist auch hier komplett durchgängig. Nur hier ist irgendwie ein Teilstück, was noch nicht gebaut worden ist. Naja, das werden wir hoffentlich auch noch überleben diesen einen Durchgang. Als wie ich vor kurzem noch hatte ich die Strecke in der Truxi-Map, der 39. Auftrag, aufgenommen, da mitten durch Algerien, wo ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe, weil das wirklich so gemeine Straßen da sind. Also es ist schon wirklich unmenschlich, wie da die Straßenverhältnisse sind. Gut, dass ich da jetzt, da wollten am liebsten alle die Webcam sehen, aber das wollte ich niemandem zumuten. Deswegen habe ich es lieber sein gelassen. Ach, halt, hier darf man ja gar nicht. Ich überhole einfach mal. Ja, das Problem ist, ich war jetzt gerade so ein bisschen auf, dass ja hier immer noch die. Wo müssen wir lang? Da. Ja, dass hier irgendwie immer noch die Dings, die Autobahn ist, aber dabei ist er hier noch gar nicht. So, hier geht's ja wieder. Weiter. Gott, Gott. Entschuldigung. So, hier geht's jetzt weiter. 75 Kilometer. Und gib Gummi. So. Ich muss dann jetzt auch gleich noch was anderes aufnehmen, nämlich die Minecraft-Map. Muss ich noch gleich jemanden an Skypen, oder wie man sowas nennen tut, nicht anrufen, sondern anskypen, oder wie man auch immer sowas nennen mag. So, oh.
Ja, wir müssen noch eine Ausfahrt weiter. Was sind wir denn hier überhaupt? Achso, ja, definitiv, wir müssen auf jeden Fall eine Ausfahrt weiter. So. Da geht's nach Lublin. Okay, nach Lublin. Da waren wir schon. Und wir kommen jetzt direkt in die Stadt rein. Schnell den noch hier überholen. In der Kurve. Warum? Ja, man muss nicht verstehen, warum der eben abgebremst hat. Stimmt nicht wie in der Tankstelle, wo keiner war. Weil ich bremse mitten auf der Autobahn ab. Nur weil da so eine Tankstelle ist und auch keiner rauskam. Das wäre schon ein bisschen seltsam. So, jetzt sind wir schon anwesend. Zentrum. Genau dahin müssen wir. Kostinke. So, 6 Kilometer. Ja, hier endet die Autobahn dann offiziell. Und wir biegen hier ab. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir an deinem Fahrzeug ein bisschen vorbeikommen. Na gut, das ist eben eine Arbeitsagentur. Wahrscheinlich, wenn wir hier dran vorbeikommen, wird uns das wahrscheinlich schon wieder angezeigt. Weil der Radius der Arbeitsagentur ist ja immer irgendwie größer, deutlich größer als die LKW-Händler. Da muss man ja wirklich direkt dran vorbeifahren. Bei der Arbeitsagentur, da reicht es ja schon, wenn du irgendwie an der Kreuzung vorbeifährst. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal gleich an. So. Was ist denn hier eine rote Ampel? Ist doch gar nichts. Ach doch, da ist so eine Einfahrt, die natürlich mal wieder nichts bringt. Deswegen fahren wir auch extra auf diesen Streifen. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt gleich angezeigt wird oder ob wir da jetzt irgendwie reinfahren müssen. Arbeitsagentur? Müssen wir doch reinfahren. Jetzt, so gut. Sind wir jetzt mal so dreist und drehen. So, ja, einfach mal dreist hier gedreht. So. Aber es ist nichts passiert, ne? Ne, gut. Session. So, hier ist dann auch die Übernachtungsmöglichkeit hier an der Werkstatt. Und dann können wir hier auch direkt weiterfahren schon wieder und hier dann geht's und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal für die Firma Faircamp dann einen Auftrag bekommen. IKEA ist hier auch, aber das ist ja wieder Faircamp und diese Faircamp Carrefour, diese blödsinnigen Sachen, die man nicht verstehen muss. Und da sind wir dann schon angekommen bei der Firma Faircamp. Super. Joghurt von Banská Bystrica nach Kosice gefahren. Jawohl. Sehr schön. Ja, und das war es dann auch heute. Wie immer für Going East Add-on hier bei Euro Truck Simulator 2. Und wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder. Ja, und bis dahin heißt es wie immer und tschüss.